Da fliegt er! Satta home one, baby. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist für Sie ja 93 Schwung mit der nächsten Ausgabe von Dead Space. Im letzten Teil. Ich kann mich eigentlich nicht mal so wirklich dran erinnern. Wir haben, glaube ich, die Zentrifuge wieder eingeschaltet. Die, was hat die genau gemacht? Die hat nun, sie verhindert nun, dass wir irgendwie in, dass wir das irgendwie Gesteinsbrocken oder so auf die Station hier fliegen oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber jetzt muss ich hier runter. Lastenaufzug? Ich bin doch so schwer auch wieder nicht, dass ich hier einen Lastenaufzug nehmen muss. Meine Fresse. Aber nun müssen wir hier weiter. Oh, das war jetzt ein Schuss zu viel. Alter, Vorsicht, 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 Vorsicht. Von hier hatte ich ja schon alles. Hier zur Zentrifuge. Moment, das hier ist die Zentrifuge? Und was habe ich dann bitte wieder repariert? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Aber hoppala, da gerade eine Maus gezogen. Ich merke schon, das Spiel kommt so gerade wirklich zu einem Moment ready to activate. Na super, da muss ich rein. Da muss ich rein. Ah, da haben wir auch eine Werkbank. Lala, was haben wir denn hier Schönes? Ambition plus Managie. Ein bisschen Impulsprojektile. Und bloß kein Alien hier drin. Und ein paar Credits. Credits mag ich gerne. Mit Credits kann man sich schöne Sachen kaufen. Strahlmunition? Wer die denn dahin? Was ist bitte Strahlmunition? Schade, dass ich hier das nicht irgendwie auswählen kann mit der Maus. Finde ich schade. Moment. Ich glaube, ich hatte was gesehen. An der einen Stelle, wo ich vor den Necromas weggelaufen bin, habe ich, glaube ich, eine Textdatei aufgesammelt. Und wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich da wechsle. Nein. Zurück. Das wollte ich nicht. Wie gehe ich bitte in... Da oben sieht man ja diese vier Symbole. Wie wechsle ich die? Wie wechsle ich bitte da? Hä? Kann mir das jemand sagen? Vielleicht Zurücktaste? Nein. Q-Taste, nein. A-Taste, da bewege ich mich. X, C, V, F, R, T, G, H. Muss ich das ganze... Muss ich etwa da das ganze Alphabet durchgehen? Wie gehe ich da oben? Da, wie gehe ich da durch? Moment, stimmt, ich habe ja noch andere Tasten. M. Das war die Karte. Gut. Dann, was waren noch mit den anderen Tasten? N, J, das Journal. Ach, da haben wir die Aufgabe. Oh, da steht ja immer sogar was von der Story. Das habe ich nie nachgeschaut. Persönliches Logbuch. Ich kann kaum glauben, dass die Ishimura keinen Treibstoff mehr haben soll. Dafür war sie noch nicht lange genug unterwegs. Entweder wurden die Treibstoffleitungen zugedreht, oder was richtig Übles ist vorgefallen. Wie ich's nicht sagst. Zentrifuge aktivieren. Ach so, die, wir haben sie aufgetankt. Das war's. Okay, die Zentrifuge. Hammond hatte recht. Schiffe wie die Ishimura verwenden riesige Zentrifugen, um die Anziehungskraft abgebauter Planetstücke aufzuheben. Diese hier ist offensichtlich offline. Ich muss also den Fehler finden und sie wieder in Betrieb nehmen. Das kann ja nicht so schwierig sein. Okay, wo könnte ich dann Log vielleicht Text T F Ich muss jetzt, ich möchte jetzt wissen, wo ich diese Textdateien mir anschauen kann. Das war's nicht, das war die Mission. U, K, X, Y, E, R, T. Komm schon. Irgendwo hier muss doch sein. Das hatte ich schon. K, L. Datenbank, da haben wir doch was. Schiffsumlaufbahn korrigieren. Moment. Templates Logbuch, das sind Datenbank, Antrieb, Auftank. Okay. Das ist jetzt von der Datenbank. Ich hatte doch, glaube ich, eine Textdatei aufgehoben, aber ich weiß nicht, wie ich die nehme. Kann ich die auswählen irgendwie? Wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antrieb. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Kannst aufhören. Geh aus meinem Gesicht. Verdammte. Nein, ich will dich nicht sehen. Ich will dich nicht sehen. Das muss ich mir das nochmal anhören. Ja, 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 ist ja gut. Ich habe es verstanden.
Also, wenn ihr wisst, wie man, oder ich muss mir das einfach mal offscreen nachschauen, wie man da die Text, wie man sich hier die Textdateien und so anschaut. Und dann wird es schon. Das scheint mir viel zu einfach zu sein. Bitte wendet ihr mal in. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Ich darf mich nicht bewegen. Das gefällt mir nicht. Dekontamination. Was ist mit dem Typen? Bleib draußen. Bleib draußen. Der kommt hier rein, oder? Nicht bewegen. Super. Was ist, wenn der jetzt da reinkommt? Was ist, wenn die jetzt hier reinkommen? Darf ich mich dann bewegen? Ich? Na super. Ich darf mich nicht bewegen, hieß es. Straßepack, her damit. Wo ist der nächste? Da bist du! Ich glaube, die sind ein bisschen härter, oder? Lebst du noch? Da hast du was für mich. Was du? Wo? Ich sehe nicht. Ah, die Zombie-Robbe. Ach, jetzt musst du aufladen, was? Autsch. Das tat weh. Wo bist du, verdammte? Schau mich nicht so beschämend an. Plasma-Energie, her damit. Ich hoffe, das zählt noch. Ich bin dekontaminiert. Kontaminationssequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Vielen Dank für deine Geduld, meine Liebste. Ich wäre ja beinahe draufgegangen. Zum Glück hatte ich so viel Munition wieder zurück. Lässt du mich wohl in Ruhe? Ich brauche keinen Arm. Ich habe schon zwei Arme, das reicht mir. Her damit. Okay, wo? B. Okay, da geht's lang. Gut. Warum ist es hier so dunkel? Wo soll ich lang? Da lang? Dann gehe ich da lang. Da gibt's doch sicher schöne Sachen zu entdecken. Oder bin ich hier falsch? Kann ich das angreifen? Nee. Kann ich, aber es passiert nichts. Ja, ich sehe schon, hier geht's nicht weiter. Aber ein paar Credits. Und Energieknoten. Hey, yo, geht immer den falschen Weg. Dort gibt es immer nämlich die schönen Sachen zu entdecken. Ein bisschen Erkundschaften, die schadet niemanden. Okay. Auf geht's ins Licht. Don't go it alone. Take assurance. Das sagst du mir jetzt. Als hätte mir das geholfen. Okay, das ist ein großes Loch. Wo irgendwas Großes durchkommt. Oh, was ist das? Projektile. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas kommt. Da war doch was. Da hat doch was geleuchtet, habt ihr es gesehen? Da kommt mir doch jetzt nichts hinterher, oder? Oh, Schande. Das ist ein großes Tor. Whip. Speicherstation. Wunderbar. Moment, heißt das nicht, dass hier irgendwas passiert? Speicherstationen werden doch immer dorthin gesetzt, wo man sterben kann. Und wenn man sterben kann, dann ist man tot. Und wenn man tot ist, kann man nicht weiterspielen. Was ist da? Ah, super. Ach, jetzt geht's ins Vakuum, oder was? Hm. Oder Anti-Schwerkraft? Gut, wir werden also wieder leicht. Hallo, Kumpel. Eintritt Schwerelosigkeit. Dankeschön. Also, das ist eine Leiche. Ist hier irgendwas, was mich töten kann? Wo muss ich hin? Moment, was? Wo? Ach, da muss ich rüber. Okay.
Moment, wie mache ich das nochmal? Zielen und dann... Und dann Strick und dann... Hui! Ich höre was. Spider-Man, Spider-Man. Kann mir nicht das Wasser reichen. Na, Kumpel. Platz. Aus. Böse Robbe. Autsch. Ist du wohl dein Stachel bei dir? Ja. Du kommst mir nicht zu nahe, Freundchen. Nicht, dass die sich nicht scheren, wenn denen der Kopf fehlt. Wo ist noch einer? Hier ist noch... Hier war doch noch irgendwo einer, oder? Ich stelle mich erstmal wieder richtig. Alter, das spielt mit meinem Verstand. Ist hier noch einer? Okay, der blutet einfach leise für sich hin. Ah, das ist es da unten. Okay, kann ich das vielleicht mit der... Kann ich das vielleicht bewegen? Moment, 10 Trifugebiete verbinden. Bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich richtig, gut. Zentrifugenantrieb offline. Bitte bringen Sie das Generatormodul manuell an und kehren Sie dann zu dieser Station zurück. Aha, ich muss also was mit der Chinese machen, hä? Entschuldigung, Kumpel, aber muss ich da runter oder? Nee. Wahrscheinlich erst, wenn die Schwerkraft aufgehoben ist. Okay. Na. Ah! Da fliegt er! Sat a home one, baby. Okay, so funktioniert das nicht. Okay, dann gehe ich mal auf die untere Ebene. Wupp! Mal sehen, was mich hier erwartet. Ah, so. Ach doch, da ist ein Aufzug. Aber ich muss es hier einsetzen. Genau, die Knete. So, rein damit. Oh. Warte, Moment. Ah, so, ich verstehe. Ah, super! Ich habe was richtig gemacht. Dankeschön, dass du mir versicherst. Ja, du hast dein... Dein Kopf ist noch dran. Moment, das haben wir gleich. Dankeschön, dass du mir versichert hast, dass ich was... Richtig! Hau ab! Ich habe was richtig gemacht. Ich muss es erst verlangsamen und dann reinschieben. Die Frauen, der Mann ist nicht so schnell. So, und rein damit. Seht ihr was? Der Joe, der kann was. Der kann seinen Verstand einsetzen. Gut, also da drüben noch. Lass mich raten. Ich nehme mal gleich eine kleine Spritztour. Oh, das kann ich doch eigentlich nehmen, um auf die Typen zu schleudern, oder? Hallo, Necromorphs. Ich habe eine Überraschung für dich. Wo seid ihr? Put. Dann halt nicht. Und rein damit. Ich hab's gehört. Ich sehe dich. Und du bist Moose. Steht da noch einer? Hängt da noch einer? Moment. Achso, der war schon tot, okay. Moment. Es ist alles... Oh, Stase. Gebt mir die Stase. Ah ne, das ist ein Projektil. Hüppala. Ja, so nah will ich dich eigentlich nicht sehen. Hau ab. Bam. Verdammt, ich mag Hackfleisch, aber dich mag ich nicht. Echt, und das waren mal Menschen. Ist echt komisch, an der Decke zu laufen. Wobei für mich das jetzt der Boden ist. Wo muss ich lang? Moment, ich glaube, das war... Moment. Ah, da bin ich hier richtig. Gut. Achso, da kann ich nicht landen. Wupp, dann aber hier. Juhu. Hoppala. Na super. So nah und doch so fern. Jupp. Kann ich hier landen? Warum kann ich da nicht landen? Hier bin ich doch letztens auch gelandet, oder? Es passt doch jetzt alles, oder?
Na also, geht doch. Blö, das spielt echt mit meinem Verstand. Okay, ich wollte ja eine neue, meine Stasis auffrischen. Was ist das denn? Halbleiter Gold, wertvolle elektronische Komponente im Shop verkaufen, um Credit zu erhalten. Also sowas wie ein Gold-Nugget bei Pokémon. Nice, dass es sowas ja auch gibt. Ist jetzt ein komischer Vergleich, aber hey, so ist es. Es ist nur dafür da, dass ich es verkaufen kann. Ein bisschen was zu kriegen. Gravitation, das gleich wird mit planetarer Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Das ist schlecht. Das heißt, mir geht die Luft aus. Moment, wo muss... Hoppala. Ich wäre, wenn... Es wäre nicht so gut, wenn ich mich davon erwischen lasse. Ich denke, ich habe keine Zeit mehr. Na super, kann ich das verlangsamen? Super. Na super, und der Aufzug ist weg. Achso, weil ich es noch nicht aktiviert habe. Also, und das hat da gespeichert. Gut. Moment, das haben wir gleich. Okay. Na super, ich habe... Dafür ist es vielleicht doch gut, dass ich ein bisschen mehr Luft habe. Dann habe ich mehr Zeit, hier durchzugehen. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich wird mit planetarer Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Aha. Also, wo muss ich hin? Kann ich mich eigentlich... Springen kann ich nicht, okay. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyro-Antrieb sind beide stabil bei 100%. Ich muss dahin. Das ist sicher. Ich glaube nicht, dass ich es verlangsamen kann, weil es soll sich ja schnell, so schnell drehen. Ich kann es natürlich probieren. Aber natürlich muss ich jetzt jedes Mal mich wieder neu aufrüsten. So, am besten sicherlich auch meine Muni. Sicher ist sicher, falls mir ein Nikomorph mal auf mir in die Quere kommt. Bitte aktivieren, bitte den Aufzug nehmen und dann rennen sie um ihr Leben. Wie eine von einem... Okay. Und... Stase. Okay, das hat nichts gebracht. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyro-Antrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Also, ich habe nicht so viel Luft. Ah, super. Von Ecke zu Ecke bewegen. Na, das ist ja ein Spaß. Oh, Sauerstoff. Sehr gut. Ich warte eine Runde ab. Und los geht's. Das ist meine Ecke. Nein, nicht schlagen. Hau ab. Nein. Ach, du Verdammte, weil ich schlagen muss. Weil ich die in die Luft geschlagen habe. Verdammte Kiste. Der hat mich aufgehalten. Verdammter Necromorph. Ich hasse die Viecher. Ich mach das jetzt noch in dem Pfad. Ich schaff das. Ich bin ein flinker Ninja. Ein Ninja, der vergessen hat, es hier zu drücken. Ja, komm schon, komm schon. Ja. Wir können später tanzen. Okay, ich warte lieber. Auf die Plätze. Fertig. Los. One, two. Hier kommt der Typ. Bam, bam, bam. Zwei Schüssel, tot war er. Nein, ich warte. Ich habe genug Luft, um zu warten. Wird das schneller? 1, 2, 1, 2. Also, warum bin ich so langsam? Okay. Ich warte auf mein Kommando. Und 1, 2, 3, los! Lass mich bloß rein. Dort, tot bist du. Ich habe noch genug Zeit. Und 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und geschafft. Wunderbar. Gut. Und, ach, da ist der Ausgang. Gut, erstmal hier. Was Schönes schnabuliert, ein paar Credits. Und dann raus, ich brauche frische Luft. Na, 50 Sekunden hätte ich noch gehabt. Ah, was ist das? Plasma-Energie.
Tun wir erstmal speichern. Gut, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das ging ja doch besser als gedacht. Also die Aufgaben an sich finde ich gar nicht so schwierig, wenn man weiß, was zu tun hat. Gut, meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, hier ist ein guter Punkt, diesen Part zu beenden. Also die Zentrifuge ist wieder eingeschaltet. Und wir haben wieder Treibstoff, das heißt, im Moment ist alles im grünen Bereich. Wie jemand man das auch sagen kann, auf einer Station, in der Aliens nach dem Leben von einem Lüstern melden. Ich hoffe dennoch, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Warum sage ich dennoch? Ich hoffe, Ihnen hat die Ausgabe gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns hoffentlich bei der Fortsetzung wieder von Dead Space. Ich bin der 93 Chuvo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.